sitzen. Wir sprechen nur noch mal mit dir. Und Schluss. Setz dich, du Schweinhund, sonst werde ich dich verprügeln. Leg dein Handy weg, sonst zerschlage ich es. Sitzen bleiben. Warte, warte doch, Igor, Ruhe. Setz dich, sonst haue ich dich. Du kommst mit dem Leben nicht davon. Alles ist gegen dich. Na, wir werden uns einfach unterhalten. Wir brauchen Informationen. Sage mal, wie ernsthaft waren deine Erklärungen im Internet? Der Ernst deiner Handlungen. Entschuldige dich vor dem Volke der Ukraine. Entschuldige dich. Wofür? Entschuldige dich vor dem Volke der Ukraine. Ich werde mich nicht entschuldigen. Handy hinterlegen, abstellen. Abgestellt. Entschuldige dich vor dem Volk der Ukraine. Verstehe doch dein Verhalten. Hier war absolut unmoralisch und falsch. Verstehst du das? Ist deine traumatische Waffe bei dir? Welche Waffe, die du mitträgst? Eine Anzeige wurde gegen dich erstattet, dass du Waffen hast. Nein, ich habe keine. Behauptest du das? Ja. Sag mal, worauf deine Handlungen gezielt. Sage einfach, worauf. Was? Weiß ich nicht, worauf. Kurz gesagt, versprichst du, dass du dich verbessern wirst. Änderst du deine Meinung? Verstehe doch, sehr viele Leute sind gegen dich eingestellt. Das heißt doch nicht, dass du nur in ganz Vodologa das erklärt hast. Änderst du deine Meinung, du Hammel? Welche Meinung? Was ballst du, deine Furchen da? Du Schweinhund, ich werde dich gleich den Kopf mit dem Fuß zerschlagen. Sage einfach, worauf war deine Erklärung gezielt? Ich weiß überhaupt nicht, worauf. Und hast du im Internet in eine Erklärung gemacht? Ist das dein Video? Wozu hast du das gemacht? Schau mal, sag einmal einfach, dass du deine Dummheit gemacht hast, dass du davon, dass das von emotionellen Impulsen kam. Erkläre jetzt auf, normalerweise, ich entschuldige mich, hinter mir stehe wirklich keiner. Das ist doch eine, in deinem Interesse. Sage einfach. И просто скажи, извиняюсь перед украинским народом. То, что ты говорил в интернете, когда ты призывал, чтобы здесь, по сути, убивали наших людей. А что ты делал? Ты призывал сюда прийти терроризму. Ich entschuldige mich vor dem ukrainischen Volk, was du im Internet erklärt hast. Das war im Grunde ein Appell zum Töten unserer Menschen. Was habe ich gemacht? Ich habe keinen aufgerufen. Du hast im Grunde genommen den Terrorismus hierher aufgefordert. Ich habe Terrorismus nicht aufgefordert. Wozu hast du diese Erklärung im Internet gemacht? Wozu hast du dieses Video aufgedreht? Du Vollidiot, ich werde jetzt auf dich scheißen und fuck you. Entschuldige dich vor dem Volke der Ukraine. Und wir lassen dich gehen, Vollidiot. Wofür muss ich mich entschuldigen? Entschuldige dich, lass ihn in Ruhe. Warum willst du dich nicht entschuldigen? Du hast doch den Terrorismus hierher aufgefordert. Ich habe keinen aufgefordert. Und was hast du gemacht? Was habe ich gemacht? Deine Erklärung im Internet, nicht nur ein Mensch, sondern die Hälfte der Bevölkerung von Vodologa haben die gesehen. Na und? Na sagen, dass das dein emotioneller Impuls war. Unterhältst du deine originellen Worte, die in dein Video klingeln, oder nimmst du sie zurück? Nimmst du sie zurück? Ich nehme sie nicht ernst. Was soll ich jetzt sagen? Sage, dass du deine Wörter zurücknimmst. Ich nehme meine Wörter zurück. Ich entschuldige mich vor dem Volk der Ukraine. So was mache ich nie wieder. Ich grüße modischer Spruch, ein TV-Programm. Jetzt sage ich, sage rum Ukraine, sage rum Ukraine, rum der Ukraine.